Samen sind wie die ernährungsreichen Juwelen der Natur und bieten eine Vielzahl von Vorteilen, wenn sie bewusst konsumiert werden. Nicht alle Samen sind jedoch gleich geschaffen und einige könnten ihren Geschmacksknospen oder ihrer Gesundheit nicht so freundlich gesinnt sein. In diesem Video werden wir die Samen erkunden, die köstliche Ergänzungen zu ihrer Ernährung darstellen und jene, über die Sie zweimal nachdenken möchten, bevor Sie darauf herumkauen. Also, machen Sie sich bereit, die Samen zu entdecken, die Ihr Wohlbefinden steigern können und jene, die besser unberührt bleiben sollten. Tauchen wir ein. 5 Samen, die Sie essen sollten. 1. Kürbiskerne. Kürbiskerne sind nicht nur ein leckerer Snack, sie sind auch ein Kraftpaket an gesundheitlichen Vorteilen. Mit lebenswichtigen Nährstoffen vollgepackt, tragen diese winzigen Samen auf verschiedene Weisen zu ihrem Wohlbefinden bei. Erstens sind Kürbiskerne eine reiche Quelle für Magnesium, ein Mineral, das für zahlreiche Körperfunktionen unverzichtbar ist, von der Regulation des Blutdrucks bis zur Unterstützung der Muskeln- und Nervenfunktion. Magnesium spielt eine entscheidende Rolle und ein paar Kürbiskerne als Snack können Ihnen helfen, Ihren täglichen Magnesiumbedarf zu decken. Diese Samen sind auch reich an Antioxidantien, darunter Carotinoide und Vitamin E. Antioxidantien bekämpfen oxidativen Stress im Körper und reduzieren so das Risiko chronischer Krankheiten. Das Immunsystem wird gestärkt und Ihre Haut könnte Ihnen für die Anti-Aging-Effekte danken. Zusätzlich sind Kürbiskerne eine ausgezeichnete Quelle für Zink, das für die Immunfunktion und Wundheilung entscheidend ist. Dies macht sie zu einer fantastischen Ergänzung Ihrer Ernährung, insbesondere während der Grippezeit. Und wenn Sie auf Ihre Taille achten, haben Sie Glück. Kürbiskerne sind auch ein snacking-freundlicher Snack zum Abnehmen. Dank ihres Ballaststoffgehalts helfen sie ihnen, sich satt zu fühlen und Zwischenmahlzeitgelüste zu zügeln. Der Proteingehalt in diesen Samen ist ein weiterer Bonus, der die Muskelreparatur und Wachstum fördert. In Bezug auf die Herzgesundheit bieten Kürbiskerne eine gewinnende Kombination aus Magnesium, Kalium und gesunden Fetten. Diese Elemente arbeiten zusammen, um ein gesundes Herz zu erhalten und das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu reduzieren. 2. Sesamsamen. Sesamsamen sind eine reiche Quelle an gesunden Fetten, insbesondere einfach- und mehrfach ungesättigten Fetten. Diese herzfreundlichen Fette spielen eine entscheidende Rolle bei der Senkung des schlechten Cholesterinspiegels, der Förderung der Herz-Kreislauf-Gesundheit und der Reduzierung des Risikos von Herzkrankheiten. Also streuen Sie etwas Sesamsamen auf Ihren Salat oder Joghurt, um Ihrem Herzen etwas Liebe zu geben. Zusätzlich sind Sesamsamen reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Sie sind eine fantastische Kalziumquelle, die zur Knochengesundheit und Stärke beiträgt. Bereits eine kleine Portion kann Ihren Knochen einen Schub geben und dazu beitragen, Erkrankungen wie Osteoporose vorzubeugen. Was noch wichtiger ist, Sesamsamen sind eine wahre Schatzkammer an Antioxidantien, darunter Sesamin und Sesamol. Diese Antioxidantien bekämpfen oxidativen Stress im Körper, reduzieren Entzündungen und unterstützen die allgemeine Immunfunktion. Einfach ausgedrückt, sie wirken wie die Verteidigungstruppe Ihres Körpers und halten Sie widerstandsfähig gegen Krankheiten. Und wenn Sie Ihr Gewicht halten möchten, können Sesamsamen Ihr Verbündeter sein. Dank Ihres Ballaststoffgehalts fördern Sie ein Gefühl der Fülle, helfen Ihnen, Ihren Appetit zu kontrollieren und Ihr Gewicht effektiver zu managen. Ballaststoffe fördern auch die Verdauung, verhindern Verstopfungen und unterstützen eine gesunde Darmflora. Schließlich enthalten Sesamsamen B-Vitamine, Eisen und Zink, die die Energieproduktion und die Immunfunktion unterstützen. Die Integration dieser Samen in Ihre Ernährung kann eine einfache und schmackhafte Möglichkeit sein, sicherzustellen, dass Sie einen Nährstoffboost erhalten. 3. Sonnenblumenkerne. Diese kleinen Samen sind reich an Magnesium, das für die Muskeln- und Nervenfunktion, die Regulation des Blutzuckers und die Knochengesundheit unverzichtbar ist.
Die Integration von Sonnenblumenkernen in ihre Ernährung kann dazu beitragen, optimale Magnesiumwerte aufrechtzuerhalten und das allgemeine Wohlbefinden zu unterstützen. Für diejenigen, die auf ihre Taille achten, sind Sonnenblumenkerne eine kluge Wahl. Trotz ihrer geringen Größe sättigen sie überraschend gut und sind daher ein ausgezeichneter Snack zur Gewichtskontrolle. Die Kombination aus Ballaststoffen, Protein und gesunden Fetten hält sie zufrieden und verhindert das minderwertige Snacking auf weniger nahrhafte Optionen. Zusätzlich bietet der hohe Gehalt an Selen in Sonnenblumenkernen Unterstützung für das Immunsystem und kann krebsbekämpfende Eigenschaften haben. Dieses Mineral wirkt als leistungsstarker Antioxidant, das Hand in Hand mit Vitamin E arbeitet, um freie Radikale zu bekämpfen und die allgemeine Gesundheit zu fördern. Bevor wir zum nächsten Samen auf unserer Liste übergehen, vergessen Sie nicht, auf den Gefällt mir-Button zu klicken und unseren Kanal zu abonnieren, damit Sie nie unsere neuen informativen Videos verpassen. Nummer 4. Leinsamen. Diese winzigen Samen sind zwar klein, aber wenn es um gesundheitliche Vorteile geht, sind sie Superhelden. Vor allem sind Leinsamen reich an Omega-3, Fettsäuren. Diese essentiellen Fette sind bekannt für ihre herzstärkenden Eigenschaften, die dazu beitragen, das Risiko von Herzkrankheiten zu senken und die Herz-Kreislauf-Gesundheit aufrechtzuerhalten. Die Integration von Leinsamen in ihre Mahlzeiten ist eine einfache und schmackhafte Möglichkeit, ihr Herz zu unterstützen. Über die Herzgesundheit hinaus sind Leinsamen eine fantastische Ballaststoffquelle. Schon eine kleine Portion liefert eine erhebliche Menge an sowohl löslichen als auch unlöslichen Ballaststoffen, die die Verdauung unterstützen und die Darmgesundheit fördern. Wenn Sie auf der Suche nach einer natürlichen Möglichkeit sind, Ihren Verdauungstrakt reibungslos zu halten, sind Leinsamen genau das Richtige für Sie. Ein herausragendes Merkmal von Leinsamen ist ihr hoher Gehalt an Lignanen, die eine Art von Antioxidant sind. Diese Verbindungen wurden mit einem reduzierten Risiko für bestimmte Krebsarten in Verbindung gebracht und tragen zu allgemeinen entzündungshemmenden Effekten im Körper, BE. Die Integration von Leinsamen in ihre Ernährung kann ein einfacher, aber mächtiger Schritt zu einem gesünderen Lebensstil sein. Darüber hinaus sind Leinsamen eine ausgezeichnete Quelle für pflanzliches Protein. Egal, ob Sie Vegetarier sind oder einfach nur Ihre Proteinquellen diversifizieren möchten, Leinsamen bieten eine bequeme Option, um Ihren Proteinbedarf zu decken. Die Integration von Leinsamen in Ihre Mahlzeiten erfordert kein kulinarisches Studium. Streuen Sie sie auf Ihren morgendlichen Joghurt, mischen Sie sie in Smoothies oder fügen Sie sie Ihren Backrezepten hinzu, um einen ernährungsphysiologischen Schub zu erhalten. Bedenken Sie, dass das Mahlen von Leinsamen Ihre Verdaulichkeit verbessert und sicherstellt, dass Sie die maximalen Vorteile daraus ziehen. Nummer 5. Chiasamen. Trotz ihrer geringen Größe sind Chiasamen vollgepackt mit essentiellen Nährstoffen wie Ballaststoffen, Protein, Omega-3, Fettsäuren und Antioxidantien. Der hohe Ballaststoffgehalt fördert die Verdauungsgesundheit, indem er regelmäßige Darmbewegungen unterstützt und Verstopfungen vorbeugt. Dies macht Chiasamen zu einer ausgezeichneten Quelle für diejenigen, die ihr Verdauungssystem verbessern möchten, ohne dabei auf Geschmack oder Bequemlichkeit zu verzichten. Chiasamen spielen auch eine Rolle B der Regulierung des Blutzuckerspiegels. Die löslichen Ballaststoffe in Chiasamen verlangsamen die Aufnahme von Zucker, was dazu beiträgt, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren und eine gleichmäßige Freisetzung von Energie zu gewährleisten. Dies macht sie zu einer intelligenten Wahl für Menschen mit Diabetes oder solche, die eine konstante Energie über den Tag hinweg aufrechterhalten möchten. Auch im Bereich des Gewichtsmanagements glänzen Chiasamen. Wenn sie mit Flüssigkeit gemischt werden, bilden sie eine gelartige Konsistenz, die sich in ihrem Magen ausdehnt und ein Gefühl der Fülle fördert.
Dies kann dazu beitragen, übermäßiges Essen einzudämmen und zu Gewichtsverlust oder Erhalt beizutragen, wenn sie in eine ausgewogene Ernährung integriert werden. Jetzt werde ich 4 Samen teilen, die Sie vermeiden sollten. Nummer 1, Tomatensamen. Wenn es darum geht, eine saftige Tomate zu genießen, tauchen die meisten von uns ohne weiteres Nachdenken ein. Allerdings sollten Sie eine Sache vermeiden, nämlich die winzigen Samen, die darin eingebettet sind. Während Tomaten selbst voller Nährstoffe und Geschmack sind, können diese Samen eine andere Geschichte sein. Tomatensamen sind von einer gelartigen Substanz umgeben, die Lektine und Glykoalkaloide enthält. Diese Verbindungen können auf das Verdauungssystem hart wirken und bei einigen Personen Unbehagen verursachen. Obwohl die Mengen dieser Substanzen in Tomaten im Allgemeinen niedrig sind, konzentrieren sie sich in den Samen und können potenziell zu Verdauungsproblemen führen. Darüber hinaus enthalten Tomatensamen Spuren von Verbindungen namens Tomatin, die in großen Mengen schädlich sein können. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass Sie eine schädliche Dosis durch das Knabbern an ein paar Samen aufnehmen, ist es besser, auf Nummer sicher zu gehen. Wenn Sie ein Tomatenliebhaber sind, keine Sorge, denn es besteht kein Grund, Tomaten von Ihrem Teller zu verbannen. Entfernen Sie einfach die Samen, bevor Sie hineinbeißen, und sorgen Sie so für ein schmackhafteres und sanfteres Erlebnis für Ihr Verdauungssystem. Ihr Magen wird es Ihnen danken, und Sie können weiterhin die Köstlichkeit von Tomaten ohne Unterbrechung durch Samen genießen. Nummer 2. Apfelsamen. Während Äpfel ein knuspriger und köstlicher Snack sind, enthalten ihre Samen eine kleine Menge Cyanid, das ein natürlich vorkommendes Gift ist. Bevor Sie in Panik geraten, die Menge ist im Allgemeinen harmlos, wenn Sie versehentlich einen oder zwei Samen schlucken. Aber ein Bündel herunterzuschlingen, könnte zu Problemen führen. Cyanid stört den Sauerstofftransport in Ihrem Körper, und obwohl die Samen eine harte äußere Schicht haben, die sie schützt, ist es besser, nicht zu viel zu riskieren. Der menschliche Körper kann kleine Mengen verarbeiten, aber warum das Risiko eingehen? Symptome einer Cyanidvergiftung sind Schwindel, Übelkeit und Kopfschmerzen. Das sind definitiv nicht die Arten von Nebenwirkungen, die Sie von Ihrem Apfel wollen. Also genießen Sie Ihre Äpfel, aber lassen Sie die Samen weg. Wenn Sie sich um versehentliche Aufnahme sorgen, erwägen Sie die Auswahl von kernlosen Sorten oder entfernen Sie einfach die Samen, bevor Sie hineinbeißen. Es ist ein kleiner Schritt, um Ihr Apfelessen sowohl lecker als auch sicher zu halten. Nummer 3. Muskatnusssamen. Muskatnuss, allgemein bekannt als Küchengewürz, kann den Geschmack Ihrer Lieblingsgerichte verbessern. Aber der übermäßige Verzehr von Muskatnusssamen kann sich negativ auf Ihre Gesundheit auswirken. Während eine Prise Muskat den Geschmack verbessert, kann der Verzehr großer Mengen zu Übelkeit, Schwindel und Halluzinationen führen. Dieses scheinbar harmlose Gewürz enthält eine Verbindung namens Myristicin, die in großen Mengen schwerwiegende Nebenwirkungen verursachen kann. Neben seinen kulinarischen Anwendungen wurde Muskat historisch gesehen aufgrund seiner psychoaktiven Eigenschaften missbraucht, was zu giftigen Reaktionen führte. Der Verzehr über der empfohlenen Menge kann zu einer Reihe von Symptomen führen, von leichten Beschwerden bis hin zu schwerer Toxizität. Das Potenzial für negative gesundheitliche Auswirkungen macht es entscheidend, Vorsicht walten zu lassen, wenn Sie Muskat in Rezepte integrieren. Nummer 4. Litchisamen. Litchisamen enthalten Verbindungen, die beim übermäßigen Verzehr Toxine freisetzen können. Diese Toxine können zu Magenbeschwerden, Übelkeit und sogar ernsteren Komplikationen führen. Wir alle lieben einen guten Snack, aber diese Samen sollten am besten unberührt bleiben. Aber das ist noch nicht alles. Die Samen sind schwer verdaulich und können insbesondere für Kinder eine Erstickungsgefahr darstellen. Außerdem haben die Samen einen hohen Gehalt an Tanninen, was ihrem Verdauungssystem möglicherweise nicht gut bekommt. Es lohnt sich, diese Samen zu meiden, um Magenbeschwerden zu vermeiden.
Wenn es darum geht, Samen in ihre Ernährung einzubeziehen, ist der Schlüssel Balance und Mäßigung. Eine Vielzahl von Samen kann ihr allgemeines Wohlbefinden verbessern, indem sie essentielle Nährstoffe wie Omega-3, Fettsäuren, Ballaststoffe und Protein bereitstellen. Also keine Angst, verschiedene Arten in ihre Mahlzeiten und Snacks einzubauen. Ob auf ihrem morgendlichen Joghurt gestreut oder in einen Salat geworfen, Samen können köstlich vielseitig sein. Während sie ihre Aromen genießen und ihre ernährungsphysiologischen Vorteile nutzen, werden sie sicherlich eine neue Wertschätzung für diese kleinen, aber mächtigen Ergänzungen ihrer Ernährung entdecken. Es ist jedoch entscheidend, sich potenzieller Fallstricke bewusst zu sein, wie den toxischen Inhalten in bestimmten Samen wie Apfel, Tomaten und Muskatnusssamen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf den Gefällt mir-Button und abonnieren Sie unseren Kanal für weitere informative Videos wie dieses. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr Wohlbefinden ist unsere Mission.